Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme eines Artikels aus dem Informationsportal kardec.de. Heute mit dem Artikel Hoffnungen und Tröstungen. Die irdischen Leiden und Freuden. Der Mensch ist seines eigenen Glückes oder Unglücks Schmied. Handelt er nach den moralischen Gesetzen Gottes, so erspart er sich viel Leid. Es hängt also von ihm ab, seine Leiden zu mildern und so glücklich zu werden, wie man überhaupt auf der Erde glücklich sein kann. Dies gilt auch für das Leben nach dem Tod. Das Glück des materiell eingestellten Menschen besteht in der flüchtigen Befriedigung seiner Wünsche. Oft ist er nur unglücklich wegen der Wichtigkeit, die er den Dingen dieser Welt beimisst. Verletzte Eitelkeit, Ehrgeiz und Begehrlichkeiten verursachen sein Unglück. Allerdings erkennt er diese Zusammenhänge nicht und so beklagt er sich über seine Lebenssituationen, über gefühlte Ausweglosigkeit oder über Lebensüberdruss. Oft sind dies Ursachen von seelischen und körperlichen Krankheiten. Sobald wir uns über den engen Kreis unserer Begierden und Befriedigungen aber erheben und unsere Gedanken auf den moralischen stetigen Fortschritt richten, erscheinen uns die Widrigkeiten des Lebens als kleinlich und kindisch. Wenn wir unsere Fehler erkennen und in den natürlichen Folgen unserer Fehler tragen, machen wir den ersten Schritt hin zu einem bewussteren und glücklicheren Leben. Wir beginnen, die Folgen unserer Gedanken, Worte und unseres Handels zu verstehen und richten uns entsprechend aus. So gelangen wir in ein seelisches Gleichgewicht und schaffen es, Krankheiten besser zu ertragen und sogar zu heilen. Die zukünftigen Leiden und Freuden. Unsere zukünftigen Leiden und Freuden bestimmen wir selbst durch unser Verhalten heute. Wenn wir auf Erden mit negativen Leidenschaften wie Egoismus, Stolz, Gier und mit Materialismus behaftet sind, so verbleiben wir auch nach dem Tod unseres Körpers in diesen Denkmustern und mit den negativen Einstellungen verbunden. Dies hat zur Folge, dass wir in eine untere Ebene des Jenseits gelangen, denn die negativen Leidenschaften wirken wie ein Ballast, der uns nicht weiter aufsteigen lässt. Oft, insbesondere wenn im Leben eine starke materielle Einstellung vorherrscht, wird dem Geist nicht mal bewusst, dass er bereits gestorben ist. Nur durch Einsicht, Erkenntnis und Wandlung der inneren Haltung kommen wir aus dem Strudel unseres Leidens heraus. Während dieses Prozesses bekommen wir auch Hilfe und Unterstützung von den höher entwickelten Geistwesen, von den guten Geistern und Engeln. Je höher wir uns entwickeln und je mehr wir moralisch voranschreiten, desto mehr reinigen wir uns und befreien uns von dem Materialismus, der von Egoismus und Stolz geprägt ist. Unsere Seele sammelt Erkenntnisse und lernt weiter. Wir erhöhen unsere Lebensfreude und werden immer glücklicher. So steigen wir auf in die höheren Ebenen der geistigen Welt.
Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede Handlung, physisch wie gedanklich, hat eine unweigerliche Folge. Unsere Handlungen und unsere Gedanken wirken also in jeder Hinsicht, insbesondere auch als Rückwirkung auf uns selbst. Wir sind selbst die Schöpfer unseres eigenen Schicksals, denn unsere Handlungen sind die Ursache und wir erleben deren Wirkung. Was du heute säst, wirst du morgen ernten. Allerdings muss diese Folge nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden. Sie kann sich möglicherweise erst in einem zukünftigen Leben manifestieren für uns, diejenigen, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Dennoch gibt es kein unausweichliches Schicksal, keine Fatalität. Denn durch positives, selbstloses Verhalten, eine Ausrichtung auf Gott und durch ein Leben nach den Gesetzen Gottes können karmische Wirkungen abgeschwächt werden. Zur Reinkarnation. Wir sind von Gott geschaffene, unsterbliche und auch unwissende Geister, die sich durch Lernen, durch das Sammeln von Erfahrungen immer weiter entwickeln. So können wir uns die Erde für eine Lernphase als Schule vorstellen, wobei jede Inkarnation hier mit einer Schulklasse verglichen werden kann. Wie Schüler durchlaufen wir alle Klassen und das Ziel des moralischen Fortschritts und der Weiterentwicklung zu erreichen. Die fleißigen Schüler unter uns verkürzen ihren Weg und treffen dabei auf wenige Dornen. Sie durchlaufen schnell und weniger schmerzlich ihre Stufen und genießen früher die Früchte ihrer Taten. Anders geschieht es demjenigen, dessen Nachlässigkeit und auch Faulheit ihn zur Wiederholung gewisser Klassen zwingt. Das verlangsamt seinen Fortschritt, so dass er die Lerneinheiten immer wieder von vorne beginnen muss. Derjenige, der im Gegensatz dazu sehr fleißig für seinen moralischen Fortschritt arbeitet, kann die Anzahl der physischen Inkarnationen verringern. Durch die Wiederholungen der Inkarnationen hier auf der Erde treffen sich dieselben Geister erneut und bekommen so die Gelegenheit, die gegenseitigen Fehler wieder gut zu machen. In der Reinkarnation gibt es also keine Rückentwicklung. Zitat von Kardec: Geboren, sterben und wiedergeboren zu sein, immer voranschreiten. Das ist das Gesetz. Und das gibt uns Hoffnung und Trost, dass es immer weitergeht und wir uns immer neue Chancen, neue Möglichkeiten erarbeiten können, aber auch bekommen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.